Strafgesetzbuch, Artikel 266. Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft. 1 bis 5 Jahre Zuchthaus oder Gefängnis. Man darf die Eidgenossenschaft nicht antasten. Nicht solange Wilhelm Tell in unserem Kopf bleibt. Jetzt haben wir einen Referenten, der wurde nirgends aufgeführt. Der war noch nicht mal in meinem Kopf aufgeführt. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal gesehen. Also eine Überraschung für uns alle. Also fast alle, meine Frau hat ihn schon kennengelernt, meine Kinder haben ihn schon kennengelernt. Ich dachte, wir haben jetzt einige Referenten verloren, wir decken diesen Platz, wir haben eine lange Warteschlange von Menschen, die noch reden möchten an der AZK und wir möchten so viele wie möglich zu Wort kommen lassen. Und was mich halt schon sehr geprägt hat in der vergangenen Zeit, ist dieser seltsame Vorwurf, warum bin ich plötzlich ein Antisemit? Ich habe nie irgend so etwas irgend gedacht in diese Richtung oder gesagt. Oder warum plötzlich werde ich irgendwo, aufgrund irgendeines Menschen, irgendwo, der mal hier gewesen ist, plötzlich auch noch in diese Ecke verdammt? Und ich merke, das ist so ein Modeschlagwort geworden. Auch das, was steckt denn eigentlich dahinter? Was machen wir verkehrt? Ich hätte gern mehr gewusst. Schon vor längerer Zeit wurde mir Bernhard Schaub empfohlen, das ist der Referent, von dem ich jetzt spreche, aus der Schweiz, wurde mir empfohlen für die AZK, weil er unter Zensur leidet und so weiter. Und dann hörte ich, dass er mit diesem Thema sehr stark, also auch als in diese Ecke gedrückt wird, aber mehr Erfahrung als ich auf diesem Gebiet. Und ich dachte, oh nein, jetzt muss er meine Probleme nicht auch noch haben. Ja? Also er ist ein Mensch. Bernhard Schaub wurde 1954 in Bern geboren, war 11 Jahre lang Lehrer für Deutsch und Geschichte an 2 Schweizer Rudolf Steiner Schulen. Das wäre ja wieder ein Thema für sich, merke ich gerade. 1993 wurde er nach einer beispiellosen Medienhetze entlassen, weil er in einer Publikation, das war 1993, gut verstehen, war noch eine andere Zeit als heute, das war damals noch eine weit offenere Zeit. Also nur, dass wir das richtig einordnen. Er hat 1993 in einer Publikation zu einer ganz neutralen Erforschung der ganzen Holocaust-Frage animiert oder aufgerufen. Dann eine spätere Anstellung als pädagogischer Leiter der Migros-Schule in Frauenfeld wurde ihm aus ähnlichen Motiven gekündigt. Also er wurde entlassen nach einer beispiellosen Medienhetze, zu einer Zeit, wo man diese Dinge noch nicht so diskutierte. Das kam wahrscheinlich eher wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Damals dachte man wahrscheinlich noch, man könnte über diese Dinge nachdenken, wie auch immer. Nun, er sieht, Bernhard Schaub sieht die Unabhängigkeit der Schweiz durch Missbrauch eines Gesetzes gefährdet, das installiert wurde in der Schweiz. Wir haben vorher gelesen, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft ist mit Zuchthaus oder Gefängnis zu bestrafen. Er redet über ein Gesetz, von dem er den Eindruck hat, das wurde installiert, ich sage es mal mit meinen Worten, vielleicht wie zur Zeit Daniels schon vor 2500 Jahren, da wurden Gesetze erlassen mit dem einzigen Ziel, irgendjemand zu schaden, nicht zu nützen. Und er redet jetzt von einem Gesetz, von dem Antirassismusgesetz und fragt, wem dient dieses Antirassismusgesetz? Und ich möchte wieder auch an dieser Stelle betonen, das ist jetzt ein Thema, das ist einfach Presse jetzt, da geht es um Information. Und ich sage, wenn irgendein Tagesanzeiger, Tagblatt, wer auch immer, wenn immer Tagblatt interviewt und nicht gerade was Böses schreibt über ihn, steckt man die Zeitungen auch nicht mit allen Menschen in einen Sack, ja? Wenn man Ursachenforschung machen würde, welches Medium, welchen Menschen reden lässt, man würde mal auf den Grund gehen, bei jedem Menschen, der irgendwo am Mikrofon oder in einer Zeitung schon erschienen ist, und würde Ursachenforschung machen, könnte man vielleicht nachher diese Medien bezichtigen, sie würden mit Pädophilen, mit Ladendieben, mit Landesverrätern und ich weiß nicht, was alles unter einem Hut stecken. Machen wir nicht, oder? Macht niemand. Ja. Darum bestehe ich darauf, dasselbe Recht machen wir auch nicht, wir möchten hören, einfach hören,
was Bernhard Schaab zu sagen hat. Ich bitte Sie, nach vorne zu kommen und zu uns zu sprechen. Vielen Dank einmal, lieber Ivo Sasek und Familie, für die Einladung hierher, für die Einladung hier zu sprechen. Ich begrüße auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, und beglückwünsche Sie zu Ihrem Sitzleder, denn es ist ja nicht selbstverständlich, einen solch langen Tag mit so vielen Informationen durchzuhalten. Ich kann Ihnen aber versichern, dass es Sie nicht langweilen wird, was ich vorbringe. Falls jemand rausgehen muss, soll er das bitte ohne Türenschlätzen machen. Das Thema ist natürlich schon so, dass es die Geister etwas scheidet, dass es zur Spaltung anregt. Das liegt aber weniger als an mir, sondern an dem Thema, beziehungsweise daran, dass in unserer Brave New World, die wir hier haben, in unserer schönen neuen Welt, es eben nicht mehr üblich ist, dass sich die Menschen persönlich ein Urteil machen können über die Dinge. Wir haben das ja den ganzen Tag über schon an vielen Beispielen gehört, sondern dass jemand da ist, der bestimmt, was zu denken ist, was wir zu denken haben. Und dieser jemand, der ist erstmal schwer zu benennen, aber immerhin kommt man der Sache schon etwas näher, wenn man einen Satz zitiert, den ein guter Freund von mir geprägt hat, der armenische Philosophieprofessor Karen Svassian, der heute in Basel lebt, der mal sagte: Wir leben in einer virtuellen Welt, die von den Medien gemacht ist. Und so ist das, liebe Freunde. Wir leben in einer Welt, und viele von Ihnen wissen das bereits, aber viele von Ihnen wissen vielleicht noch nicht, in welcher Tiefe das auch der Fall ist. Wir leben in einer Welt, die seit Jahrzehnten von total monopolisierten Medien, und zwar von den Medien der westlichen Welt, geprägt ist. Wir haben eine Gehirnwäsche erlebt, ohne es zu merken. Auch die Schweizer, auch die ach so freien Schweizer mit ihrer ach so gerühmten freien bzw. direkten Demokratie, sind diese Gehirnwäsche durch die Medien selbstverständlich fast im vollen Umfang unterlegen. Zunächst. Gott sei Dank ist das Gute im Menschen nicht so einfach zu besiegen. Gott sei Dank hat der Mensch immer noch ein freies Denken. Und wenn es auch nur einer unter Tausenden ist, der dieses Denken anwendet, dann findet er doch welche, die ihm zuhören, die plötzlich denen eine Einsicht aufgeht und die sagen: So, jetzt wollen wir doch mal diesen alten deutschen Rechtsgrundsatz befolgen. Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man muss sie hören, alle Bede. Und insofern bin ich also dankbar, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, was nicht allzu häufig vorkommt, hier über ein Thema zu sprechen, das, wie Sie dann schon sehen werden, es wirklich in sich hat. Wir gehen hier wir kommen hier in die Nähe der Spinne, die im Netz sitzt. Nur, Sie werden auch wiederum verstehen, dass ich manche Dinge nicht allzu deutlich ausdrücken darf, weil es schlicht und einfach verboten ist. Ich will also weder mich noch Sie und schon gar nicht den Veranstalter in Ungelegenheiten bringen. Ich sage Ihnen, dass Sie aber das hier ein paar Mal etwas zwischen den Zeilen hören müssen. Dann werden Sie schon verstehen, was ich eigentlich meine. Ja. Zum Begriff Zensur. Wir sind ja hier zu Gast bei der Anti-Zensur-Koalition, und das ist ja an sich schon eine Groteskheit, dass man in der Schweiz, in der ältesten Demokratie der Welt, im freiesten Land der Welt, eine Anti-Zensur-Koalition gründen muss, weil so viele und offenbar wertvolle Stimmen nicht mehr zu Wort kommen. Weil eben diejenigen, die diese virtuelle Welt herstellen, die Medien bestimmen. Übrigens wissen Sie, ja nicht der einzelne Journalist, der möglicherweise sich da irgendwo zwischen Sie hineingequetscht hat und dann am Montag irgendeinen dummen Artikel schreibt. Nicht der ist eigentlich gemeint, denn das ist ja nur ein bezahlter Schreiberling, sondern dessen Auftraggeber. So bei den Chefredaktoren fängt das an und dann denen, die darüber stehen. Die bestimmen, was in diesen Zeitungen steht oder was in diesen Fernsehsendern gesendet wird, was über diese Radiokanäle läuft und so weiter. Also, wir haben es mit einem Begriff zu tun, Zensur, den es eigentlich gar nicht geben dürfte in einer Demokratie. In der gesamten westlichen Welt wäre gerade dieses Wort eine totale Unmöglichkeit. Denn die Zensur ist ja gerade das, was man
einer Diktatur vorwirft. Man sagt doch, also früher bei diesen schrecklichen alten Monarchien, nicht wahr, wo der Absolutismus herrschte, zum Beispiel Louis XIV, nicht wahr, der Sonnenkönig in Frankreich oder also überhaupt nicht wahr damals, im finsteren Mittelalter und so, da wurde bestimmt, was man sagen darf oder was nicht. Aber wir heute haben doch Gott sei Dank seit der Französischen Revolution freie Meinungsäußerung, wir haben doch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Haben wir nicht zwei Weltkriege gegen finstere Mächte geführt, nicht wahr, die gerade diese Grundsätze mit Füßen treten wollten und so weiter. Und jetzt finden wir uns also in einem Staat wieder. Und nicht nur in einem Staat, sondern das gilt ja für nahezu die gesamte westliche Hemisphäre, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dass wir im Prinzip einer faktischen oder sogar juristischen Zensur unterliegen. In der Schweiz haben wir seit 1994, seit das Antirassismusgesetz in der Schweiz angenommen wird, eine de jure Zensur. Das heißt, nicht eine Zensur vorher, sondern eine Zensur nachher. Sie dürfen erstmal alles sagen, aber dann hinterher gibt es möglicherweise Kopf ab für das, was Sie gesagt haben. Nur gesagt. Und das ist in Deutschland ganz derselbe Fall, selbstverständlich. Man hat im Jahre 2007 zum Beispiel, wurde dann durch die Medien berichtet, im Jahre 2007 gab es in Deutschland, also was heißt Deutschland, ich sage es mal, in der Bundesrepublik. Ob das Deutschland ist, ist noch eine andere Frage. Aber jedenfalls in dieser Bundesrepublik. Ja, in dieser Bundesrepublik, die den Deutschen aufs Auge gedrückt wurde. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht kommen wir bei einer anderen Veranstaltung mal dazu, auch das zu behandeln. Hat es also im Jahre 2007 annähernd 14.000 sogenannte rechte Straftaten gegeben. Also schon mal der Begriff rechte Straftaten, was für ein dummer Begriff, nicht? Also da müsste es linke Straftaten geben und obere und untere Straftaten, hintere und vordere Straftaten. Also wer soll denn darüber? Entweder es ist etwas eine Straftat, wenn ich einem Geld aus der Tasche klaue oder ihm mit dem Hammer eins auf den Kopf gebe, dann sind das Straftaten. Weder linke noch rechte, einfach Straftaten. Fertig, Schluss, wird einfach bestraft. Wenn ich so einem lieben Mitmenschen sage, du Schwein, nicht wahr, dann kann er mich vor Gericht ziehen. Egal, wenn ich sage Negerschwein oder Schweizerschwein oder Eskimo-Schwein oder das sind einfach Dinge, die im Normalfall unter Beleidigung zählen und die waren schon immer in der Schweiz und in allen zivilisierten Ländern im Prinzip ja strafbar. Also auf Antrag des Geschädigten konnte das zu einer Gerichtsverhandlung und dann zu einer Abstrafung des Täters führen. Dafür brauchte man damals kein neues Gesetz. Aber gut, gehen wir zurück also zur Bundesrepublik und ihren 14.000 rechten Straftaten. Dann wird dann auch von den Zeitungen ganz getreulich berichtet, nur eine kleine Minderheit von denen, wenige hundert, sind Gewalttaten, also wo es tatsächlich irgendwie zum Austeilen von Ohrfeigen oder Schlimmerem kam, nicht? Und der ganze Rest, über 13.000 rechte Straftaten, gewaltfrei. Gewaltfreie rechte Straftaten. Was stellen Sie sich, meine Damen und Herren, darunter vor, unter einer gewaltfreien rechten Straftat? Das kann also nur eine Meinungsäußerung gewesen sein, also irgendwie etwas Verbales, was ich gesagt habe, oder allenfalls etwas, was ich gezeigt habe, zum Beispiel ein falsches Zeichen irgendwo zu haben. Das ist dann bereits schon eine rechte Straftat. Diese Dinge, die in Deutschland in der Bundesrepublik schon sehr weit fortgeschritten sind, diese Dinge sind bei uns in der Schweiz seit Inkrafttreten des Antirassismusgesetzes ebenfalls üblich geworden. Es wird noch nicht auf ganz so brutale Weise vorgegangen wie im Norden, aber es ist schon schlimm genug. Und die anderen sind dabei, weltweit, jetzt also mit Hilfe von solchen und ähnlichen Gesetzen, den Sack zuzubinden, in dem wir sitzen. Wir. Es soll jetzt hier keiner sagen, aber... Also ich lasse mir ja nichts zu Schulden kommen, ich bin ja also wirklich ein Antirassist und ein Philosemit und ein Pazifist und ein Vegetarier und alles, was man sein muss, das bin ich alles, nicht wahr? Und deswegen kann mir ja nichts passieren. Sie wissen nicht, wann das nächste Gesetz kommt, was gerade Sie betrifft, mit Ihrer Überzeugung. Nicht? Wir haben es ja schon gesehen, wie die Medien vorgehen gegen eben bestimmte Gemeinschaften, die Ihnen nicht passen. Die einfach pausenlos Jahre und Jahrzehnte lang unter Beschuss genommen sind.
Man fragt sich, warum eigentlich nicht? Aber allmählich lernt man dann die Zeitung richtig lesen. Irgendwann kommt man dann darauf zu sagen, wenn ich die Zeitung lese, also erstens mal mit ziemlich spitzen Fingern und auch nicht jeden Tag. Und dann lese ich also, indem ich sage, also wenn eine Sache grundsätzlich und immer wieder durch den Kakao gezogen wird, dann vermute ich was Gutes dahinter. Und umgekehrt natürlich, wer immer gelobt wird, der ist wahrscheinlich, ich will jetzt hier keine Schimpfwörter verteilen, aber der ist für mich abqualifiziert. Deswegen sage ich auch, also sollte ich von den Medien einmal gelobt werden, von diesen Medien, heutigen Medien, muss ich mich fragen, was ich falsch gemacht habe. Ja, also zurück zum Begriff Zensur. In einer Diktatur oder in einer absoluten Monarchie oder in einer stabilen Aristokratie gibt es tatsächlich Zensur. Es ist die Frage, ob es überhaupt geht ohne Zensur. Das ist eine Nebenfrage, die kann ich jetzt nicht allzu ausführlich machen, aber wahrscheinlich nicht. Die Sache ist nur, dass die Demokratie, so wie sie heute ist, also wenn ich jetzt Demokratie sage, bitte, setzen Sie immer Gedanken Gänsefüßchen dazu. Denn das, was wir heute haben, ist keineswegs das, was wir uns als normale Schweizer zum Beispiel unter einer Volksherrschaft vorstellen. Es ist etwas ganz anderes. Wir kommen dann vielleicht noch ansatzweise darauf, was das in Wirklichkeit ist. Das ist natürlich ein langes Thema. Aber das, was wir unter Herrschaft des Volkes verstanden, dass wir der Souverän sind, wie hier die jungen Leute gerade vorhin gesungen haben auf der Bühne, nicht wahr? Dass wir der Souverän sind, das stimmt schon lange nicht mehr. Es wurde ja heute auch schon angedeutet, wenn es überhaupt jemals gestimmt hat. Die Frage ist eher, ist eine Staatsordnung, die natürlich immer auch Gebote und Verbote haben muss. Ohne das geht es nicht, nicht. Also ein menschliches Zusammenleben ohne gewisse Gesetze, auch wenn die nicht schriftlich fixiert sind, geht nicht. Selbst in einer Familie muss man sich natürlich daran halten. Wenn die Mutter zum Essen ruft, muss man eben kommen. Da kann man nicht sagen, ja, ich komme eine Viertelstunde später, ich komme eine halbe Stunde später und so weiter. Nicht? Sondern das muss eben klappen. Und so muss natürlich in einem Staat es auch klappen, deswegen wollen wir gar nichts gegen Gesetze an und für sich sagen. Die Frage ist nur, sind die Gesetze oder sind allfällige Zensurmaßnahmen, zum Beispiel gegen Pornografie oder gegen irgendwas, nicht wahr, gegen Gewaltdarstellungen von brutalster Art, sind solche Zensurmaßnahmen effektiv zum Schutze des Volkes, zum Schutze der Kinder, zum Schutze der Gemeinschaft oder sind sie gerade dazu da, diese Gemeinschaft zu lähmen, sie in ihrem Selbstbehauptungswillen zu treffen, ihnen den Mund zu verbieten, ihnen Maulkörbe umzuhängen. Wenn das der Fall ist, dann muss man dagegen kämpfen. Der Witz ist, dass die Demokratie uns vorgaukelt, es gäbe gar keine Zensur. Nicht wahr? Nun aber zurück jetzt zur Frage nach der Diktatur. Was macht eine Diktatur? Ich bin schon vor der Wende, dann aber auch gleich nach der Wende, oft auch beruflich, damals konnte ich das gleich noch in den ersten Jahren, als Dozent für Waldorfpädagogik oft in Leipzig gewesen und habe da also die DDR schon vor der Wende, dann aber vor allen Dingen in den ersten Jahren nach der Wende sehr ziemlich genau kennengelernt und bin zu dem erstaunlichen Schluss gekommen, die Menschen drüben in der ehemaligen DDR sind geistig und politisch wacher und innerlich unabhängiger und weniger dekadent als die Leute im Westen, im Durchschnitt natürlich. Nicht? Ja, was soll der Tagesanzeiger jetzt schreiben, wenn er das gerade gehört hatte? Schaub lobt die DDR. Nein, ich lobe nicht die DDR. Ich sage nur, eine offene Diktatur hat neben ihrer Brutalität, die selbstverständlich zu verurteilen ist, auch der geistige Hintergrund dieser DDR, ist natürlich der Bolschewismus, ich bin keineswegs alles andere als ein Bolschewist, aber die Diktatur hat den Vorteil, dass die Leute wissen, die Partei regiert, die gibt den Tarif durch, und wenn ich da durchkommen will, muss ich mich so und so und so verhalten, das und das darf ich sagen, das und das nicht. Das ist zwar brutal und die Übertretung wird schlimm geahndet, nicht zu Zeiten des Stalinismus mit Sibirien, aber der Vorteil war, jetzt rein für den einzelnen Menschen, der einzelne Mensch blieb innerlich freier
weil er nämlich wusste, wer regiert und wer hier den Tarif durchgibt und was man darf und was nicht. Jeder DDR-Bürger, solange er nicht gerade Stasi-Agent war, alle anderen, die wussten doch genau, ach, die Partei, nicht wahr? Es gab ja hunderte von DDR-Witzen, also nur ein Beispiel, nicht? Die Politologielehrerin fragt im Unterricht ihre kleinen Schüler, Staatskunde, Marxismus, Leninismus hieß der Unterricht natürlich damals. Sind die Russen, also die Sowjets, nicht wahr, sind das unsere Freunde oder unsere Brüder? Erstmal schweigen, dann streckt einer auf, ja du, dann sagt er, sie sind unsere Brüder. Jawohl, sagt die Lehrerin, sehr richtig, sie sind unsere Brüder. Und warum denn, sagt er, ja, die Freunde kann man sich selber aussuchen. Sehen Sie, das gehört zu den Charakteristika unserer gegenwärtigen Zeit, dass es gar keine politischen Witze mehr gibt. Höchstens ein paar dumme Hintertreppenwitze über die dumme Frau Merkel oder so. Aber sonst, ich meine jetzt, ich sage nicht, sie sei dumm, sondern... Also solche Witze, aber die sind eigentlich ziemlich einfältig und wurden auch schon von anderen Politikern erzählt. Also dieses fürchterliche System, in dem wir heute leben, das wird nicht einmal mehr durch Witze erkannt. Man kann sich von diesem System innerlich nicht mehr durch Witze befreien. Die DDR-Leute konnten das, die haben sich die Witze so hinter vorgehaltener Hand erzählt, aber man blieb dadurch in einem gewissen Abstand zum Staat, zum System. Währenddem wir hier im Westen wurden, seit ich mittlerweile jetzt, ich sage es nicht ein genaues Datum, aber seit über 50 Jahren wurden wir hier durch eine Gehirnwäsche wirklich im Kern verändert. Ich wundere mich wirklich immer wieder, wie ist es möglich, dass ein so freiheitsstolzes Volk wie die Schweizer, die jahrhundertelang stolz waren auf ihre Tradition, auf Wilhelm Tell und Arnold von Winkelried, nicht wahr? Dass ein solches Volk zu einem Volk von Duckmäusern geworden ist, von Anpassern, von Denunzianten sogar. Wie ist das möglich geworden? Das ist dadurch möglich geworden, dass ich stelle das jetzt mal als Hypothese auf, damit es ein bisschen schneller geht, indem eine unsichtbare Herrscherklicke in unseren Köpfen und Herzen und bis in die Knochen hinein in uns gewisse Tabus verankert hat. Und deswegen muss ich jetzt erstmal über ein paar Grundbegriffe sprechen, nämlich über die Begriffe Tabu und Dogma. Wir sind beherrscht von Tabus und Dogmen und nicht nur in den Gesetzbüchern, sondern in unserem Kopf, in unserem Herzen, in unserem Fleisch und Blut sind wir durchdrungen von diesen Tabus. Und man merkt es ja sehr gut, wenn gewisse Themen zur Sprache kommen, wie gerade eben das von Ivo Sasek vorhin angesprochene, ja, plötzlich sehe ich mich als Antisemit beschimpft. Man wagt sich noch nicht einmal richtig zu wehren dagegen, nicht, weil man sagt, oh, das ist das Allerschlimmste. Bloß die Pfoten weg von diesem Thema. Nicht? Ja, warum eigentlich? Das ist ein Thema im Prinzip erstmal wie alles andere auch, nicht? Wir wollen doch erst einmal sehen, nicht? Bin ich denn verpflichtet, irgendein Volk auf der Erde ganz besonders zu lieben und ganz besonders dafür zu sorgen, dass niemand irgendetwas Schlechtes über dieses Volk sagt? Der Schweizer, was der Schweizer alles über die Schweizer erzählt, was die Deutschen über sich hören müssen seit vielen Jahrzehnten, das geht auf keine Kuhhaut. Ich will jetzt gar nicht sagen, nein, ich sage jetzt hier nichts. Das geht auf keine Kuhhaut. Nicht? Warum soll man denn gerade ein bestimmtes Volk von Kritik oder von Hinterfragung ausnehmen? Nein, selbstverständlich nicht. Also wir lassen uns hier keine Tabus auferlegen. Ich befolge das Tabu nur so weit heute Abend, wie es eben das Gesetz vorschreibt, nicht wahr? Weil ich ja eben, wie gesagt, keine Ungelegenheiten hier veranstalten will. Aber jetzt zur Frage Tabu. Was ist ein Tabu? Jede Gesellschaft, jedes Volk, jeder wilde Völkerstamm kennt Tabus, selbstverständlich, nicht? Also das Wort Tabu kommt ja sogar von irgendeinem, ich glaube, zentralafrikanischen Negerstamm. Das hat man da irgendwo ausgegraben, dieses Wort. Und bezeichnet damit etwas, was es tatsächlich überall gibt und ich sage sogar eigentlich überall geben muss. Ja. Nur eben, welches ist die Frage, die wir an einem Tabu haben. Ein Tabu jetzt im normalen, ich würde beinahe sagen positiven Sinne des Wortes, ist da zum Schutze dieser Gemeinschaft.
Nicht wir, wir als Menschen sind ja, wenn ich zwei Sätze so ein bisschen klein bisschen philosophisch werden darf, wir Menschen sind ja nicht wie die Tiere von gnädigen Instinkten geleitet. Nicht? Die Tiere haben ja das Schöne an sich, sie sind einfach Instinktwesen. Wenn ein kleiner Hund auf die Welt kommt oder eine kleine Eidechse oder ein kleiner Walfisch oder was auch immer, nicht, er weiß, was er zu tun hat, sofort, sogleich, nicht wahr, ist er sich selber ganz und gar. Und der Mensch nicht. Der Mensch kommt als unvollkommenes Wesen zur Welt. Ich meine das jetzt aber gar nicht im moralischen, sündhaften Sinne. Ich meine das ganz neutral. Der Mensch ist veranlagt, sich selber zu vervollkommnen und seine Gemeinschaft selber aufzubauen. Sie wird ihm nicht von der Natur vorgeschrieben, wie bei den Hirschen. Da kommt einfach der Platzhirsch, nicht wahr? Da hat er seine Herde von Hirschkühen, 20 Stück an der Zahl oder so, nicht wahr? Und da kommen die Nachkommenlein, die kleinen Hirsche, nicht? Und alles in Ordnung. Und Nebenbuhler werden ins Feld geschlagen, irgendwo raus in den Busch. So. Also auf diese Weise funktioniert das bei uns ja nicht, sondern wir sind ja denkende Wesen, die unsere eigene Unvollständigkeit, man könnte sagen die Schöpfung, der Schöpfer, die Natur, hat uns unvollständig gewissermaßen uns selber übergeben und jetzt müssen wir selber was machen aus uns. Jeder Mensch persönlich, dann aber auch jede Gemeinschaft, zum Beispiel jedes Volk in seinem Staat. Also muss diese Gemeinschaft vor den Unvollkommenheiten, vor dem Chaotischen im Menschen oder sogar vor dem Bösen, vor dem Verbrecherischen, das auch im Menschen wohnt, geschützt werden. Und dazu hat man in diesen alten Gesellschaften Tabus gehabt und das war auch richtig so. Da sagte man, wer das und das tut, irgendwas Schlimmes tut, nicht wahr? Der wird von den Göttern bestraft oder von den Dämonen bestraft. Und wenn die nicht gerade zur Stelle waren, dann war da ein Richter, der dann den Tabubruch bestraft hat. Nicht? Ja, nicht immer funktionierte das mit dem, dass der Übeltäter gleich vom Blitz erschlagen wurde. Nicht? Also das Tabu hat ursprünglich den Einzelnen und die Gemeinschaft geschützt vor dem Chaos. Oder im griechischen Begriffen. Den Kosmos geschützt vor dem Chaos, vor dem Wilden, vor dem Zerfallenden, vor dem Verbrechen und so weiter. Ja. Selbstverständlich hatte man das auch bei uns noch lange. Denken Sie an sowas wie noch nicht lange zurückliegend, 100 Jahre zurückliegend, wurde Majestätsbeleidigung natürlich in allen Monarchien geahndet. Selbstverständlich, ist auch eigentlich normal. Später ist das dazu übergegangen, was Ivo Sasek vorher erwähnt hat, wer die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaften Frage stellt oder auch selbst in der Bundesrepublik gibt es einen Passus, wer die Bundesrepublik verächtlich macht, wird bestraft. Nun, das wird sehr, sehr leger gehandhabt, allerdings namentlich, besonders wenn dann die Verächtlichmachung von links kommt, dann wird sie in der Regel nicht bestraft, aber das ist wieder ein anderes Thema. Oder die, ja, die religiösen Symbole. Es war selbstverständlich, als Europa noch eine christliche Gemeinschaft war, dass die religiösen Symbole, die Namen Gottes und Christi und der Apostel, das Kreuz als Zeichen, die Kirche als Bau und so weiter natürlich geschützt waren. Und wer sich da ungebührlich verhielt in der Beziehung, der konnte unter Umständen, also in Staaten, wo das Christentum Staatsreligion war, zum Beispiel noch in Spanien die lange Zeit, direkt vom Staat bestraft werden für solche Tabubrüche. Nicht wahr? Ein gefälschtes Tabu, wie gesagt, oder ein unechtes, ein falsches Tabu haben wir eben dann, wenn jemand ein Tabu in einer Gemeinschaft verankert, das aber gegen die Interessen dieser Gemeinschaft verstößt, im Grunde genommen. Natürlich muss man das schön sachte und langsam machen, nicht wahr? Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, nicht? Also muss man ihm Zeit lassen. Und dann wird also durch eine jahrzehntelange Gehirnwäsche, Seelenwäsche, nicht wahr? Wird gewissermaßen versucht, den Charakter eines Volkes auszutauschen. Und das hat man mit den europäischen Völkern in den letzten Jahrzehnten mit Erfolg veranstaltet. Ich muss schon sagen, eine generalstabsmäßige Arbeit, geplant von langer Hand, Hut ab vor denen, die das geschafft haben. Aber es sind natürlich teuflische Gesellen, denen wir den Kampf ansagen müssen. Aber wie gesagt, man muss... Denken Sie, warum hat es zum Beispiel der schon hier wiederholt zitierte oder erwähnte Gessler damals nicht geschafft? Warum hat es Gessler nicht geschafft?
Ja, weil er keine Umerziehung mit den Menschen veranstaltet hat vorher. Der ging doch einfach hin zu diesen freiheitsstolzen Innerschweizer Bauern und meinte, indem er da einen Stock aufstellt, einen Hut dran, die würden dann den grüßen und das als Tabu akzeptieren. Das ist selbstverständlich nicht, nicht? Manche haben es ja gemacht, haben sich geschämt dabei, nicht wahr? Manche haben einen Umweg gemacht und so weiter. Und einer kam dann und sagt, blaust ihr mir in die Schuhe, so ungefähr, nicht? Und ging dran vorbei, mit Armbrust und einem kleinen Walterli, nicht wahr? Ging dran vorbei. Ach so. Und der Tabu-Einsetzer hat es dann ja kurze Zeit danach gebüßt, in der Hohlen Gasse bei Küsnacht. Gott sei Dank, ja. Also Gessler hat das psychologisch, massenpsychologisch, volkspsychologisch falsch angefangen. Er hatte noch keine Medien, die erstmal diese Innerschweizer 50 Jahre lang Gehirn waschen, ehe sie dann so weit sind, dass sie noch ihre Ehre darin sehen, den Gesslerhut zu grüßen. Also so ist es ja heute, nicht? Dass also die Leute sogar noch, ohne dass sie böse Menschen sind, die heutigen Gesslerhüte grüßen, nicht wahr? Und die Tells, die erhobenen Hauptes dran vorbeimarschieren, für Bösewichter halten. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Also man sieht da, mit welcher Wucht die Umerziehung bzw. eben die Gehirnwäsche der Medien funktioniert. Bei uns in der Schweiz also hat man einen solchen Gesslerhut dann nach jahrzehntelanger Propaganda installiert in Form des Antirassismusgesetzes. Ich werde dann gleich auch auf den Wortlaut zurückkommen. Nur kurz jetzt noch zur Begriffsklärung Dogma. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass gewisse Dinge als Dogmen formuliert werden. Die beiden Begriffe Tabu und Dogmen laufen natürlich ineinander. Ich will Ihnen jetzt aber trotzdem kurz den Begriff eines echten Dogmas, eines Dogmas im guten Sinn des Wortes schildern, weil es auch das geben darf grundsätzlich. Sie kennen vielleicht als bedeutendste und uns bekannteste Institution die katholische Kirche, die Dogmen hat. Und ich will die katholische Kirche keineswegs deswegen angreifen, obwohl es auch Gründe gäbe, auch über den Katholizismus was zu sagen. Aber in dem Punkt jetzt will ich einfach schildern, der Christ des Mittelalters, der frühe Christ, der Christ des Mittelalters, war sich bewusst, dass man gewisse übernatürliche Wahrheiten oder Dinge, die er als übernatürliche Wahrheiten empfunden und geglaubt hat, dass man die mit dem Verstand, mit der Wissenschaft so nicht erforschen kann. Man kann nichts darüber ausmachen, ob Gott nun einer ist oder eine Dreifaltigkeit oder ob es viele Götter gibt, also ob der Monotheismus recht hat oder das Christentum oder das Heidentum, das lässt sich so schnell mit dem Verstand nicht abklären, nicht wahr? Deswegen muss man solche Dinge in Glaubenssätze fassen, wenn man eine Glaubensgemeinschaft hat, sagt man, innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft gilt dieser Glaubenssatz. Deswegen kommt dann Credo in Unum Deum. Ich glaube, nicht wahr? Das ist das Glaubensbekenntnis, nicht? Ich glaube das und das und das und das. Und das nimmt dann innerhalb des Kirchenrechts die Form eines Dogmas an. Wer dieser Gemeinschaft angehört, der akzeptiert auch dessen Glaubens- oder deren Glaubenssätze. Nun, das ist also begreiflich insofern. Der Gläubige kommt da auch nicht in Konflikt mit dem, was er sonst durch seinen normalen Verstand oder durch seine Sinneswahrnehmung aufnimmt, weil er ja weiß, das, was ich sehe und höre, rieche, schmecke, betaste und so weiter, nicht wahr? Das ist die physische Welt, die sinnliche Welt, und da gelten bestimmte Naturgesetze. Und für eine übergeordnete, angenommene göttliche Welt, da gelten eben manche übergeordneten Gesetze und die stören sich grundsätzlich nicht eigentlich, nicht? Also der Katholik wird nicht ohne weiteres, natürlich ist auch das vorgekommen, Sie wissen, Galilei etc. und so weiter, diese Dinge, aber das kann auch geklärt werden, nicht? Der Mensch kann in seinem Kopf, kann in seinem Geist das auseinanderhalten, diese beiden Dinge. Ich habe in Bezug auf Glaubenssachen ein Dogma, das ich nicht beweisen kann, das auch gar nicht beweisbar ist, von seiner Natur her nicht beweisbar ist. Und ich habe auf der anderen Seite die Natur oder die Gesetze der Logik, der Mathematik und so weiter, die kann ich eben beweisen und da kann ich den Verstand wirken lassen. Also an der Stelle ist ein Dogma nicht zum Vornherein zu verurteilen. Nun aber haben wir es zunehmend in der modernen Zeit, seit dem 20. bzw. seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen, mit Dogmenbildung zu tun, die eben mit der Zeit die Intensität eines Tabus erreichen. Und da möchte ich Ihnen jetzt doch so kurz ein paar solche Dogmen schildern.
Diese Sätze, die ich Ihnen jetzt hier vorlese oder die Begriffe, die ich dazu nenne, sind jetzt nicht dazu da, zunächst einmal, um Sie davon zu überzeugen, dass dieser Satz stimmt oder Sie davon zu überzeugen, dass das Gegenteil von diesem Satz stimmt, sondern nur dazu, dass Sie mal bei sich selber kontrollieren oder auch so im Blick auf die lieben Mitmenschen, die jetzt draußen rumlaufen und hier nicht sitzen, nicht dieses nicht hören, ob das nicht tatsächlich Dogmen und Tabus sind und wer uns die eigentlich eingepflanzt hat. Zum Beispiel, also ich erwähne jetzt Dinge, die sind für Sie völlig selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich und sollen überall gleiche Rechte genießen. Würden Sie sagen, wenn Sie diesen Satz hören, würden Sie normalerweise sagen, ja natürlich, klar, sind die Menschenrechte, kennen wir doch, sind wir da alle einverstanden. So, gut, also ist er recht, nur das ist einer der Sätze, die man nicht in Frage stellen darf, wenn man ein anständiger Mensch bleiben will. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist doch zunächst einmal noch gar nicht klar, ob das wirklich stimmt, ob wirklich alle Menschen gleich sind und ob das wirklich gut ist, wenn alle Menschen überall die gleichen Rechte haben. Vielleicht gibt es ja eine Ordnung, eine Hierarchie in irgendeiner Form, wo vielleicht das Sprichwort gilt, jedem das Seine und nicht allen das Gleiche. Nicht? Vielleicht ist es sogar gerechter zu sagen, jedem das Seine und nicht allen das Gleiche. Nicht? Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir keine Atome sind, keine ununterscheidbaren Individuen, die man alle nebeneinander legen kann auf eine große Fläche. Nicht? Vielleicht sind wir keine Atome, vielleicht sind wir Organismen, Menschen von Fleisch und Blut mit bestimmten geistigen Fähigkeiten, mit einer seelischen Erlebensfähigkeit, die so oder so ist. Und vielleicht müssen wir gar nicht alle über denselben Kamm geschoren werden. Oder wie der andere, wissen Sie, Sie kennen doch vielleicht den Witz, da kommt einer und sagt, da hat man eine neue Rasiermaschine erfunden. Ja, sagt der andere, und wie funktioniert die? Ja, da braucht man bloß den Kopf reinstecken und dann geht ein Messer so drumherum, nicht? Und dann ist man rasiert. Sagt der andere, ja, aber sind doch nicht alle Köpfe gleich. Ja, doch, doch, sagt der andere, hinterher schon. dieses Prinzip Rasiermaschine, das ist das Prinzip, ja, diese Rasiermaschine hat es gegeben und gibt es noch bis auf den heutigen Tag, wenn auch nicht mehr ganz so deutlich, aber diese Rasiermaschine hat während der Französischen Revolution Guillotine geheißen. Und da wurde ziemlich radikal rasiert, nicht? Ja. Zugunsten der Menschenrechte, nicht? Wurden damals Hunderttausende von Menschen, in wenigen Jahren Hunderttausende von Menschen massakriert in Frankreich. Die Franzosen aber, wenn sie dann die Revolution feiern, so geschehen, viele von uns haben das doch miterlebt, wissen das noch, 1989, als die Franzosen mit großem Pomp die 200-jährige Wiederkehr der Französischen Revolution feierten, wurde eine riesengroße Guillotine auf Rädern, nicht wahr, durch die Straßen der Stadt Paris gezogen. Die Leute haben da gestanden und geklatscht. Sie sehen, so einfach ist das gar nicht mit den Menschenrechten. Also wer nicht dran glaubt, nicht wahr, Kopf ab. So, dann ist man auch gleich hinterher, ja, tatsächlich, nicht? Also, Sie verstehen mich richtig, ich will hier nicht einfach einen Rundumschlag gegen Menschenrechte machen, sondern nur sagen, die Menschenrechte wurden uns gewissermaßen als ein Dogma, als ein Tabu eingepflanzt. Keiner fragt mehr, was ist daran eigentlich richtig, wie weit müsste man das ergänzen oder gewichten und so weiter. Ist es wirklich richtig so, dass jeder Mensch, ich will Ihnen nur ein Beispiel machen, wie das funktioniert, damit Sie sehen, wie das auch mit dem Antirassismusgesetz zusammenhängt. Bis vor wenigen Jahren stand in der Schweizerischen Bundesverfassung, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Und dann kam die Revision der Bundesverfassung und keiner hat es gemerkt und jetzt steht drin, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Ja, wenn aber alle Menschen vor dem Gesetze gleich sind, dann heißt das, dass jeder Mensch, der irgendwo sich auf der Erde aufhält, irgendwo geboren ist, irgendeine Nationalität oder Rassenangehörigkeit, Kulturzugehörigkeit, Religionszugehörigkeit hat, im Prinzip über die Grenzen der Schweiz marschieren kann und sagen, ich bin auch ein Mensch, ich habe hier die gleichen Rechte wie die Schweizer. Sag ich, ja, das ist ja schön, aber wissen Sie, Sie haben doch zu Hause auch Rechte. Und wenn Sie da keine haben, dann gehen Sie nach Hause und sorgen Sie dafür, dass bei Ihnen die Rechte einkehren. Wir haben hier unsere Rechte auch selber gemacht, unsere Voreltern. Und wir Schweizer, die wir jetzt unter diesem Druck leiden, dass wir nicht mehr frei sind, müssen uns auch wieder selber befreien. Wir wandern nicht aus und gehen woanders hin und sagen, dort ist es besser.
Nicht, sondern es geht auch gar, Sie können gar nicht mehr auswandern. Höchstens noch in Iran, da dürfen Sie manche Dinge sagen, die man hier nicht sagen darf. Aber das war jetzt auch wieder Spaß. Sie wissen, ich bin ja hier, nicht, bin also nicht in Iran ausgewandert. Ja. Ein anderer Begriff ist die Demokratie, wie wir schon vorhin schon erwähnt haben. Das Dogma heißt in diesem Fall, die Demokratie garantiert die Menschenrechte und ist deswegen die beste Staatsform. Und das hat man einfach zu glauben. Wer dagegen irgendwie meckert, der ist sofort, wird also als Mann vom Mond allenfalls angesehen oder nötigenfalls eben als gefährlicher Mensch, der also hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellt. Ja, aber bitte wissen Sie, ein klein bisschen Bildung gehört ja doch auch zum menschlichen Leben. Also man hat vielleicht schon mal zu Platon gegriffen, mal Platons Staat gelesen oder sowas, nicht? Ist ja zugegeben ein ziemlich dickes Buch, aber es schadet nichts, das mal gelesen zu haben. Man kriegt neue Standpunkte, nicht? Und da findet man also, Platon war gar kein Anhänger der Demokratie, so ohne weiteres, nicht? Weil er nämlich sagt, ich kürze jetzt ab natürlich, nicht? Aber im Prinzip sagt er, in der Demokratie regiert am Schluss der Geldsäckel. Jede Demokratie, ich führe das jetzt weiter, nicht? Das sagt nicht ganz original Platon, aber er hat den Weg dahin schon gezeigt. In der Demokratie regiert am Schluss der, der die Massen manipulieren kann, und die Massen meinen dann, das sei ihr Urteil. Nicht? Und so finden doch bei uns die Abstimmungen statt. Glauben Sie im Ernst, dass ein Schweizer Volk oder dass irgendein Volk der Welt sich selber einen Maulkorb umbindet? Und dieses Antirassismusgesetz ist nichts anderes als ein Maulkorb. Das Schweizer Volk hat sich, falls da nicht auch noch die Abstimmung manipuliert wurde, was ich jetzt aber nicht unterschieben will, wobei man weiß nicht, aber gut, das will ich jetzt gar nicht unterschieben. Wenn aber die Abstimmung so rechtens war, dann hat sich das Schweizer Volk im Jahre 1993 selber einen Maulkorb umgebunden und gesagt, über diese und diese und diese Themen will ich nicht mehr reden, da will ich keine Fragen mehr dazu stellen, sondern das lasse ich jetzt alles unwidersprochen geschehen. Ja. Also, wodurch ist das möglich geworden? Eben dadurch, dass die Demokratie in Wirklichkeit nicht eine Demokratie ist, sondern eine Mediokratie. Dahinter steht eine Plutokratie, also eine Geldherrschaft. In der Demokratie regiert derjenige, der das meiste Geld hat. Das kann er sich durch die viel gelobte freie Marktwirtschaft dann so richtig praktisch in die Taschen schieben, nicht wahr? Und dann kann er die Zeitungen kaufen und das Fernsehen, und dann bestimmt er eben, was hier gesagt wird. Und der kleine Journalist, der hier schreibt, ist nichts anderes als ein Diener, um nicht zu sagen eine Prostituierte derer, die ihn bezahlen dafür, dass er irgendwas schreibt. Ein weiterer Punkt. Es ist gut, wenn Völker und Rassen sich vermischen. Oder würden Sie etwa wagen, das Gegenteil davon zu behaupten? Sie würden es nicht wagen, nicht? Jedenfalls nicht öffentlich. Ja, Sie vielleicht schon, aber die meisten, nicht wahr? Die meisten würden es niemals wagen. Und zwar nicht nur es zu sagen, sondern sie wagen es nicht einmal zu denken. Und das ist eben das Tabu, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das Tabu ist dieses, dass ich auch nicht mal zu denken wage, dass dieser Satz vielleicht nicht stimmt, dass sich der liebe Gott vielleicht was dabei gedacht hat, als er die Völker und Rassen und Kulturen und Religionen schuf. Dass das vielleicht zur Farbigkeit der Menschheit gehört. Dass das vielleicht etwas damit verbunden ist, dass es verschiedene Arten von Menschen gibt. Genauso wie auch was damit verbunden ist, dass es verschiedene Geschlechter gibt. Zwei Geschlechter, ist doch schön, oder nicht? Doch schön, ich würde doch was fehlen, wenn es das nicht gäbe. Aber heute versucht man ja, aus den Frauen Männer zu machen und aus den Männern Frauen zu machen, oder Weiber noch besser gesagt. Nicht? Das ist eine Verweibischung des Mannes im Gange und eine Vermännlichung der Frau. Doch schade, nicht? Dass man das wenigstens aussprechen darf. Dann heißt es schon wieder, das ist sexistisch, sowas zu sagen. Nicht im Traum denke ich daran. Es geht hier nicht um eine Minderwertigkeit oder Höherwertigkeit, sondern um eine Verschiedenartigkeit. Und dieses Problem hier eben der Vermischung von Völkern und Rassen gehört auch dazu. Erstmal müsste man sich doch überlegen, ist das wirklich ein Vorteil für die Menschen? Oder wäre es vielleicht doch besser, es würde jeder da, wo er zu Hause ist, versuchen, seine eigene Kultur aufzubauen, und dann besucht man sich gegenseitig und freut sich, dass der andere da ist. Das ist doch was ganz anderes.
Schließlich kommen wir zum Kern der Sache. Ich bitte Sie, gute Nerven zu behalten. Ich versuche mich so zurückhaltend und gleichzeitig deutlich wie möglich zu fassen. Eins der wichtigsten Dogmen: Juden sind immer Opfer, nie Täter. Das ist ein Dogma. Wenn Sie das Gegenteil davon denken wollen, in gewissen Punkten aber nicht, nein, und im Übrigen, wir möchten gewisse Dinge auch einfach mal ohne Tabus und Dogmen einfach schlicht und einfach mal untersuchen. Ich mache ein Beispiel. Vor wenigen Jahren hat ein deutscher Historiker ein dickes Buch darüber veröffentlicht, dass Nero, also der berüchtigte römische Kaiser Nero, damals vor bald 2000 Jahren, von dem man immer behauptet hat, er hätte die Stadt Rom angezündet und dann auf der Zinne seines Schlosses gestanden, dazu die Zither gespielt, nicht wahr, und also sich da in einem Größenwahn befunden, dass das gar nicht stimmt, dass Nero Rom gar nicht anzünden ließ. Nun kann ich das nicht beurteilen, ich habe die Sache nicht studiert. Ich stelle nur fest, es ist eine allgemeine Meinung, die fast jedes Schulkind kennt oder kannte, solange man noch Bildung hatte. Heute hat man ja keine, heute kennen Sie höchstens noch Asterix und Obelix nicht. Aber damals wusste man noch, Nero hat Rom angezündet und die Christen als lebende Fackeln durch die Stadt gejagt und solche Geschichten. Nicht? Das wusste man einfach, meinte man zu wissen. Jetzt kommt einer und sagt, das war nicht so. Wird er eingesperrt? Nein, er wird nicht eingesperrt, sondern die anderen Professoren lesen dieses Buch auch und die Studenten lesen es und die interessierten Laien lesen es und dann bildet sich jeder ein Urteil und sagt, der Mann hat möglicherweise recht oder wahrscheinlich hat er nicht recht oder man wartet auf die Entgegnung von einem anderen Professor, der jetzt zeigt, er hatte aber doch Rom angezündet. Ist doch in Ordnung so. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft muss Revision machen können. Die Wissenschaft ist revisionistisch an und für sich. Sie muss immer einen Satz, der erst einmal gefunden worden ist, hinterfragen, die Sache, den Fall neu aufrollen. Das ist ja auch vor Gericht möglich. Selbst ein Gerichtsurteil ist nicht endgültig, wenn neue Fakten auftreten, die das Gericht veranlassen können, den Fall nochmal aufzuholen. Zu sagen, nein, an dem Dolch klebe doch nicht dieses Blut, sondern ein anderes Blut oder die DNA-Analyse hätte doch was anderes ergeben. Dann wird der Fall neu aufgerollt. Aber es gibt einen Bereich innerhalb der Geschichte, der ist von dieser Revision vollständig ausgeklammert. Das sind die Jahre von 1933 bis 1945, da gibt es nur ein Urteil. Da gibt es gewisse Sätze, gewisse Dogmen, Sie wissen, was ich meine, die sind so. Man weiß genau, wer der Teufel war und man weiß genau, wer das arme Opfer war. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Wer an dieser Fragestellung irgendetwas ändert oder beziehungsweise überhaupt eben die Frage dazu stellt, wie das eigentlich denn nun gewesen sei, ob man das vielleicht nochmal überprüfen könnte, weil man nämlich feststellt, das ist gar nicht so genau überprüft, wie man bisher meinte. All diese Dinge, nicht, die also mit der Judenverfolgung zusammenhängen, die mit dem Holocaust zusammenhängen, das sind alles Dinge, das mag ja gewesen sein, wie es will. Das kann ja alles stimmen, es kann auch sein, dass manches nicht stimmt. Das ist doch offen. Nicht? Die wissenschaftliche Diskussion auch in diesen Punkten muss offen sein. Sonst ist es keine Wissenschaft, sondern es ist Dogma und Tabu. Zugunsten von wem? Unser erster Redner heute früh hat ja oft erwähnt, ich meine, man muss immer, wenn etwas geschieht, was einem etwas merkwürdig vorkommt, diese Frage stellen, die alten Römer genannt haben, cui bono, und die man eben auf gut Deutsch übersetzt, wem nützt es? Wer hat den Nutzen davon? Diese Dinge, diese Dogmen und Tabus, von denen ich jetzt gerade spreche, dass dieser ganze Bereich wissenschaftlich total abgeschirmt ist und eben auch durch das Antirassismusgesetz juristisch abgeschirmt ist, dieser Bereich dient dazu, dass eine bestimmte Menschenart, die sich, ich darf wohl sagen, für was Besseres hält, dass diese Menschenart jeglicher Kritik entzogen ist. Das ist ein Unding, das kann so nicht sein. Das widerspricht jedem Rechtsempfinden jedes Menschen. Das müssten eigentlich sogar die Betroffenen selber einsehen.
Zumal aber uns, die wir also dann dadurch in der Unfreiheit leben, dass wir eben gewisse Dinge nicht sagen dürfen, dass uns mit Hilfe dieses Popanz, den man daraus gemacht hat, nicht wahr, dass man uns mit Hilfe dieses Popanz in der Unfreiheit hält und uns faktisch damit verbietet, unsere eigene Identität, als Volk, als Kultur, als Religion, als Europa, als Christentum, was weiß ich, also das, was der Europäer grundsätzlich mit sich und seiner Identität verbindet, das geltend zu machen gegen Angriffe von außen oder gegen Eindringlinge von außen. Das, er ist gelähmt, es ist ihm förmlich das Rückgrat herausoperiert, er ist, ich würde so sagen, das Gehirn ist rausoperiert. Und er fällt zusammen wie ein Kuhfladen, wenn dieses Thema kommt, nicht? Oder ähnliche Themen. Denn es hängt ja eben mit der ganzen Ausländerproblematik ja auch zusammen, nicht? Dass man sagt, ja, wer sagt, dass wir hier zu viele fremdkulturelle Einwanderer haben? Wer so ein Wort sagt, der ist doch ein Nationalist mindestens, wahrscheinlich ist sogar ein Rassist. Da kann man sagen, ja gut, ja und warum nicht? Ja, das ist doch ein Nazi. Ups, nicht? Und dann ist Ende. Dunkelpause, Schluss. Dann ist die Diskussion absolut beendet, denn da wird die Auschwitz-Keule gezogen. Martin Walser, der berühmte deutsche Dichter, Romanschriftsteller, hatte schon vor 10 Jahren anlässlich der Verleihung des Preises des deutschen Buchhandels in der berühmten alten ehrwürdigen Paulskirche in Frankfurt am Main gegen diese Auschwitz-Keule Stellung bezogen. Er hat gesagt, das geht nicht, dass man uns bei jeder politischen Willensbekundung des Volkes oder bei jedem Thema immer mit der Auschwitz-Keule auf den Kopf niederschlägt. Da waren lauter Honorationen im Saal, der ganze Saal, stehende Ovationen, nur einer blieb sitzen. Das war der damalige Präsident, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, seligen Angedenkens. Ja, der blieb sitzen mit versteinertem Gesicht. Ja, und dann wurde eine Sache in Gang gesetzt, sodass der Martin Walser heute schweigt. Man hat ihn nicht gerade abgestraft, nicht wahr? Aber jeder, der im Saal wusste, oha, wenn der Bubi sitzen bleibt und schweigt, hup, dann muss ich wohl auch widersetzen, nicht? Dann war mein Applaus fehl am Platz. Und diese Dinge dürfen wir uns nicht bieten lassen. Sollten Sie jetzt aber meinen, das käme nur in der Bundesrepublik vor, haben Sie sich getäuscht. Ich lese Ihnen einen kleinen Artikel vor aus der NZZ am Sonntag vom 14. Dezember 2003. Das war unmittelbar, nachdem Christoph Blocher zum Bundesrat gewählt worden war. Nicht abgewählt, sondern gewählt, nicht? Also damals. So. Und nun weiß man vielleicht, die schon etwas älter sind unter uns, das heißt, die schon zwei politische Jahrzehnte mindestens überblicken in der Schweiz, die wissen noch, Blocher hat anfangs der 90er Jahre, als die Frage im Raum stand, ob die Schweiz das Antirassismusgesetz braucht oder nicht braucht, haben soll oder nicht haben soll, hat Blocher erstmal vehement dagegen Stellung bezogen. Übrigens auch die Zürcher Kantonalregierung zum Beispiel, auch andere Kantonalregierungen in der Schweiz haben dagegen Stellung bezogen. Dann rückte der Abstimmungstermin immer näher. Man hörte von Blocher plötzlich gar nichts mehr. Auch die Auns hat sich nicht geregt. Man denkt, was ist denn los? Wozu denn dieser Rummel? Nicht? Das sollte jetzt also, Blocher soll jetzt also praktisch schon ein Rechtsextremist sein und die Auns also fast eine NSDAP, nicht? Und dann kommt so ein Gesetz gegangen und keiner rührt sich. Was ist denn passiert? Ja, das war also 1992, 93, 94, nicht? Jetzt, also 10 Jahre später, plaudert nun der damalige Ehrenpräsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich, Herr Sigi Feigl, seligen Angedenkens auch, plaudert nun in der NZZ über die damaligen Ereignisse. Ich lese also nur vor, was in der NZZ stand, Sie können es also selber nachlesen, wenn Sie sich die entsprechende Ausgabe besorgen. So viel zum Thema Verschwörungstheorie, nur damit Sie mal sehen, die Verschwörungstheorie ist eine Theorie, die sich unter Umständen verifizieren lässt. So, Sigi Feigl schreibt ein kleines Artikelchen und schreibt hier,
unter der Überschrift Blocher hat zwei Persönlichkeiten. Vor gut 8 Jahren, er meint also zur Zeit vor der Abstimmung über das Antirassismusgesetz, vor gut 8 Jahren hatte ich die Aufgabe übernommen. Schon stutzt man zum ersten Mal und sagt, Moment, Sigi Feigl, von wem hast du die Aufgabe übernommen? Nicht? Sagt er nicht. Gut. Vor gut 8 Jahren hatte ich die Aufgabe übernommen, Herrn Blocher bezüglich des Antirassismusgesetzes ruhig zu stellen. Ruhig zu stellen, schreibt er. Der freche Kerl, nicht? Man muss sich mal vorstellen. Blocher, einer der beliebtesten, einflussreichsten Schweizer Politiker, wird von einem kleinen Sektenboss aus Zürich ruhig gestellt. Nicht? Ja, also meine, wenn also Herr Sasek und Herr Stetter und so weiter Sektenbosse sind, da kann man sagen, das ist keine Beleidigung für Herr Feigl, wenn man sagt, das ist ein Sektenboss. Das ist eine kleine Gemeinschaft von einigen tausend Leuten in der Schweiz. Nicht? So. Der hat also die Aufgabe übernommen, Herrn Blocher ruhig zu stellen. An dem Lunch, zu dem ich ihn einlud, eröffnete ich das Gespräch etwa so. Herr Blocher, als der leider weitaus Ältere, gestatte ich mir eine Bemerkung, die Sie mir hoffentlich nicht übel nehmen. Nach meiner Beurteilung gibt es zwei Persönlichkeiten in Ihnen, nämlich Blocher den Staatsmann und Blocher den Populisten. Bitte wählen Sie im bevorstehenden Abstimmungskampf richtig. So, so, ein Staatsmann und ein Populist, wiederholte Blocher, um gleich darauf zu erklären, er werde nicht nur nichts gegen das Antirassismusgesetz unternehmen, sondern sich für dessen Annahme einsetzen. Dass ich seine bisherige Politik missbillige, brauche ich wohl nicht zu betonen, aber er hat, was ich ihm hoch anrechne, Wort gehalten. Die Zitterpartie um dieses Gesetz, Sie erinnern sich, das war ja beinahe halbe-halbe, nicht? Trotz pausenloser Gehirnwäsche hat das Schweizer Volk noch beinahe abgelehnt, nicht? Also immerhin, nicht? Fast die Hälfte war dagegen, die Hälfte der Stände waren dagegen. Die Zitterpartie um dieses Gesetz wäre sonst wohl anders ausgegangen. Ich hoffe also sehr, dass in seiner Arbeit im Bundesrat der Staatsmann zu Worte kommen wird und nicht der Populist. Was ja dann auch der Fall war, weitgehend. Nicht? Ja. Da sehen Sie, wer hat hier wen im Griff? Wedelt hier der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Also es ist also so, Herr Sigi Feigl wedelt mit Christoph Blocher, nicht? Und der Staat Israel wedelt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Woher kommt das? Das wäre ein Vortrag für sich. Ich will es nur mit einem römischen Sprichwort ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen. Das kommt davon her, letztlich kommt es davon her, dass, wie die Römer sagen, der Sieger schreibt die Geschichte. Wir haben eine Siegergeschichtsschreibung, natürlich gilt das immer. Ne? Aber heute haben wir eben eine Geschichtsschreibung, die ausschließlich von den Siegern der beiden Weltkriege geschrieben wird. Der Unterlegene kam nie zu Wort. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt doch auch deutsche Historiker, natürlich gibt es deutsche Historiker, aber die sagen eben das, was die Alliierten vorschreiben. Und wenn Sie das nicht sagen, werden Sie nicht Professor oder Sie sind es die längste Zeit gewesen. Natürlich kann man sagen, auch in der Schweiz gibt es natürlich eine Siegergeschichtsschreibung. Nicht? Aber das ist jetzt gerade der Unterschied. Jetzt müssen Sie sich an den Anfang des Vortrags erinnern. Ich sage, Dogmen und Tabus sind nicht an und für sich schon abzulehnen, sondern je nachdem, ob sie einer Gemeinschaft nützen oder schaden, ist die Frage zu stellen. Nicht? Zum Beispiel rein wissenschaftlich gesehen. Ich bin nun Geschichtslehrer gewesen, solange ich durfte. Also ich weiß, kenne es so ein bisschen aus in Geschichte. Nicht? Und weiß auch, also die Identität, die historische Identität von Wilhelm Tell festzustellen, ist sehr schwer, wahrscheinlich unmöglich. Gebe es ungern zu, aber ist so. Nicht? Damit, mit dieser Wahrheit muss man leben lernen, dass es nicht zu beweisen ist, ob Wilhelm Tell in der Form, wie wir ihn aus Schillers Drama oder aus unserer eigenen eben Sage kennen, ob der wirklich so gelebt hat oder ob das mehr eine mythologische Verdichtung ist, einer Stimmung, die die alten Eidgenossen beseelt hat.
dass die Eidgenossen eben von einem Tellgeist beseelt waren und deswegen ihre Freiheit hergestellt haben, oder ob ein solcher Mann wie Wilhelm Tell wirklich in der Form gelebt hat, mit der Armbrust und dem Apfelschuss und dem Gessler und so weiter, ob das wirklich genau so gewesen ist, lässt sich schwer feststellen. Aber Sie wissen, ist ja noch viel toller. Die Historiker müssen ja auch zugeben, wir können die Existenz von Jesus auch nicht wirklich schlagend beweisen. Das sind Dinge, die entziehen sich irgendwo so ein bisschen dem verstandesmäßigen wissenschaftlichen Zugriff. Also, trotzdem würde ich jederzeit dafür eintreten, unseren Kindern die Geschichte von Wilhelm Tell, wenn nicht jeden Abend, so doch wenigstens jeden zweiten Abend zu erzählen. Ja, also bis dahin, wissen Sie, da gibt es auch diese nette kleine Geschichte. Schulunterricht, Geschichtsunterricht, Religionsunterricht. Und die Religionslehrerin fragt, also in einer Schweizer Schulklasse, vor 80 Jahren wahrscheinlich, heute würde das ja nicht mehr vorkommen, aber vor 80 Jahren, sagen wir, in einem kleinen Bergdorf vielleicht, in Uri, wer war denn der erste Mensch, fragt die Religionslehrerin, wahrscheinlich eine Nonne, nicht? Hansli streckt auf. Ja, Hansli, sagt sie, und Hansli sagt, Wilhelm Tell. Ja. Da sagt die Lehrerin, aber Hansli, hast du noch nie was von Adam und Eva gehört? Ja, sagt Hansli, gut, also wenn Sie die Ausländer auch dazu rechnen. Also sehen Sie, jetzt, die Sache ist ja zu nett, nicht? Das ist einfach zu nett, ist das. Und der Hansli hat doch unsere volle Sympathie, obwohl er gar nicht recht hat. Also ob natürlich die Nonne mit Adam und Eva recht hat, ist auch eine andere Frage. Aber der Hansli hat unsere volle Sympathie. Warum? Er hat die Frage natürlich nicht ganz so verstanden, wie die Lehrerin das gemeint hat. Die Lehrerin meinte das jetzt also im Sinne der biblischen Geschichte. Oder noch, wenn das jetzt im Naturkundeunterricht gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich Neandertaler sagen müssen oder sonst irgend sowas, nicht wahr? Es ist eben die Frage, wo man sich gerade befindet. Was meinte der Hansli? Der Hansli meinte, auf die Frage, wer ist der erste Mensch, hat er eigentlich verstanden, wer ist das Urbild des Menschen? Der erste Mensch, das ist ja nicht nur chronologisch zu verstehen, sondern wer ist gewiss mal der Mensch schlechthin? Wilhelm Tell, natürlich. Nicht? Für einen Schweizer kann das nur Wilhelm Tell sein. Deswegen hat Hansli recht, obwohl er nicht recht hat. Das war, also diese Wilhelm Tell-Geschichte, die war ja in der Schweiz lange Zeit förmlich ein Tabu. Und zwar, oho, nicht? Also da gibt es also, aus dem Jahre 1700, also sind wir genau so 1760, 70, jedenfalls noch vor der Französischen Revolution, also noch in im Ancien Regime, aus der Schweiz, die alte Eidgenossenschaft noch bestand. Da gab es bereits schon einen Zürcher Gelehrten, der also so einen Naseweisen, so einen siebengescheiten, neunmal klugen, nicht? Der hat ein Büchlein veröffentlicht darüber, dass Wilhelm Tell möglicherweise gar nie gelebt hat. Und das Büchlein kam den Urnern zu Ohren. Die glauben nicht, was da los war. Der Stand Uri hat den Stand Zürich gezwungen, diesen Mann auszuliefern. Dieser Mann musste nach Altdorf kommen, auf die Stelle, wo heute das Tell-Denkmal steht in Altdorf, musste dort vor der versammelten Landsgemeinde niederknien und Abbitte schwören, Abbitte leisten. Und schwören, dass er sowas nie mehr sagt. So. Jetzt kann man sagen, das ist ja entsetzlich, das ist ja doch Zensur. Ja, in gewisser Weise ja, aber das ist das, was das Schweizer Volk zusammengehalten hat und dass man solche neunmal Klugen, nicht wahr, solche Verstandestüftler halt einfach zur Rechenschaft gezogen hat und gesagt hat, für uns ist Wilhelm Tell unser Nationalheld erstens, zweitens ist er der erste Mensch gewesen. Ja, solange ein Volk von einem solchen Mythos, aber im guten Sinn des Wortes, beseelt ist, solange bleibt es mit sich selber identisch und solange wagt es auch, sich zu verteidigen. Nicht? Stellen Sie sich vor. Sie haben hier ja auf Anregung und unter Leitung von Ivo Sasek diesen ganz großartigen Winkelried-Film gedreht. Wahrscheinlich sind viele unter Ihnen anwesend, die dabei gewesen sind. Also erstmal mein Glückwunsch zu dieser Leistung. Und zweitens, aber eben vor allen Dingen, es ist ja etwas, was heute fast ganz ausgestorben ist, dass man überhaupt sowas macht, dass man sagt, ja,
unsere Nationalhelden. Das ist doch das, was uns innerlich beseelen müsste. Da ist es doch letztlich gar nicht so wichtig, ob sie nun historisch genau so gewesen sind oder nicht gewesen sind. Die Geschichte drückt unsere Seele aus. Und das ist ein guter Mythos, ein richtiger Mythos, meinetwegen ein gutes Tabu oder ein richtiges Dogma, weil es uns nämlich nützt. Es dient dem Leben und spricht tatsächlich aus unserer Seele. Es ist insofern auf einer höheren Ebene tatsächlich wahr. Diese Mythen aber, die wir heute glauben müssen, cui bono, nicht wahr? Dass die Mythen eben in Bezug auf das, was durch das Antirassismusgesetz geschützt wird, das sind die Mythen von anderen Menschen. Die mögen ihnen dienen, das kann, also offensichtlich dienen die ihnen, aber uns dient das nicht. Aber uns muss man die wissenschaftliche Gesinnung überlassen, und die wissenschaftliche Gesinnung heißt, ich revidiere, ich gehe hin und untersuche die Sache nochmal. So. Damit ich jetzt aber das noch nachhole, was ich bisher versäumt habe, ich habe Ihnen jetzt den, vielleicht manche wissen vielleicht gar nicht genau, was da eigentlich drin steht, weil sich viele von Ihnen noch gar nie angesprochen gefühlt haben, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Ich mache es ein bisschen kurz, es ist eine ziemlich gewundene Formulierung. Im Prinzip steht im Antirassismusgesetz Folgendes drin. Bestraft wird, wer andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Religion, Volkszugehörigkeit, also Ethnie steht da drin, nicht wahr, diskriminiert oder aus einem dieser Gründe, also offenbar sind rassistische Gründe gemeint, Völkermord leugnet, verharmlost oder rechtfertigt. So. Der normale Mensch, der jetzt nicht tiefer nachdenkt, sagt sich, oh ja, ja, warum nicht, mit diesem Gesetz kann man schon leben, ich habe doch gar nicht vor, jemanden zu diskriminieren. Ich habe doch nichts gegen andere Menschen, grundsätzlich mal. Ja, nicht? Nein, und Völkermord leugnen, warum soll ich einen Völkermord leugnen? Allerdings könnte man sich dann auch fragen, warum hat man das Gesetz nicht gleich so formuliert, dass man sagt, grundsätzlich, man darf überhaupt gar keinen Mord leugnen. Eigentlich nicht. Warum haben wir nicht ein Gesetz, worin steht, man darf keinen Mord leugnen oder keinen Diebstahl leugnen? Warum nicht? Ja, deswegen, weil man ganz genau weiß, bei einem einzelnen Mord oder Diebstahl oder sonst was, nicht wahr, ist immer die Möglichkeit, dass eine Revision in Gang kommt und dass man sich die Sache nochmal ansieht und dass man am Ende feststellt, es wurde ein Justizirrtum, es liegt ein Justizirrtum vor oder der Richter hat nicht aufgepasst oder was weiß ich, nicht wahr, oder hat es sogar absichtlich gemacht. Nicht? So, kommt ja alles vor. Deswegen darf man diese Dinge doch nicht per Gesetz vorschreiben, dass man irgendein historisches oder einfach etwas in der Geschichte zurückliegendes durch eine Art Tabugesetz festlegt und sagt, das darf nie bezweifelt werden. Ich denke gar nicht daran, dass ich mir vorschreiben lasse, etwas nicht zu bezweifeln. Das ist die Ehre des Menschen und das ist die Ehre des Wissenschaftlers, eben gerade das er zweifelt. Nicht? Und nun sehen wir eben, dieses Antirassismusgesetz hat ja zwei Teile, die zunächst einmal gar nicht zusammenzugehören scheinen. Warum ist das eigentlich in einen Satz hineingewurschtelt, dass man also, sag mal, was weiß ich, was ist eine typische Diskriminierung wäre, also wenn in einer Disco, wo lauter Neger verkehren, ein Weißer nicht reingelassen wird. Das ist zum Beispiel eine typische Diskriminierung. Oder umgekehrt, nicht? Ja, das wäre Diskriminierung. Also das wird durch das Gesetz verboten. Nun kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber gut. Der zweite Teil aber bezieht sich auf ein historisches Faktum, was also irgendwie auf die Frage aufwirft, was ist geschehen in deutschen Konzentrationslagern zwischen 1940 und 1945, nicht? Was war da? Ja gut, das ist eine Frage und ganz gewiss nichts Schönes, nicht? Also ganz bestimmt, nicht? Aber das ist eine Frage, die doch zu untersuchen ist. Und wenn jemand einmal etwas feststellt, dann muss er halt damit rechnen, dass ein anderer sagt, Moment mal, ich habe das untersucht, das ist ein klein bisschen anders oder vielleicht auch sogar gravierend anders. Das muss man aushalten. Und jeder ist eigentlich von uns überzeugt, dass das so ist, dass Wissenschaft dazu da ist, dass sie untersucht wird. Nicht? Da kommt Einstein daher und stellt die Relativitätstheorie auf. Ja gut, sagt ein anderer Physiker, wollen wir mal sehen, ob der Einstein wirklich recht hat. Ich sage Ihnen jetzt nicht, aus welchen Gründen der Einstein in den Medien immer recht hat. Das sage ich Ihnen jetzt nicht, aber das hängt auch damit zusammen.
Dieses Gesetz insgesamt dient also eben einer gewissen Politik, die es darauf abgesehen hat, dass alle Menschen gleich gemacht werden im Sinne unserer vorhin erwähnten Rasiermaschine. Die Menschen sollen sich nicht mehr unterscheiden. Und dadurch wird gegen die göttliche Schöpfung, wird gegen die Natur, die in Jahrtausenden, in Jahrzehntausenden, vielleicht in Jahrmillionen, diese Vielgestaltigkeit hervorgebracht hat, und der Mensch, der mit seiner Kulturtätigkeit diese Vielgestaltigkeit in verschiedenen Kulturen, Religionen und so weiter ausgearbeitet hat, wird zerstört. Da wird ein Kunstwerk zerstört. Das ist eine Art Atomzertrümmerung, die da stattfindet, nicht? Bis man nur noch einzelne, ja. Bis da nur noch einzelne Atome nebeneinander liegen, alle gleich und schrecklich langweilig, nicht? Und von wem soll denn das beherrscht werden? Wahrscheinlich von denen, die sich dann nicht mitvermischen. Ich sage jetzt aber auch wiederum nicht, wer das ist. Ja, ich komme zum Schluss, indem ich Ihnen noch empfehlen darf. Ich habe, leider wird es nicht für alle reichen, ich habe ein paar hundert Flugblätter dabei, also Informationsschriften, kleine, vierseitige, unter dem Titel Denken macht frei. Darum geht es ja, dass Denken frei macht. Im Evangelium steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes Evangelium. Die Wahrheit wird euch frei machen. Es gibt keinen anderen Weg, als die Wahrheit zu denken und dann auch zu vertreten. Notfalls so, wie er es damals auch gemacht hat. Nicht? In diesem Faltblatt werden Sie einiges finden, was jetzt die aktuellen Geschehnisse, die Geschehnisse der letzten Monate und ein, zwei, drei, vier Jahre, namentlich in der Bundesrepublik betrifft. Ich habe es also eher für deutsche Verhältnisse verfasst. Das spielt aber gar keine Rolle, auch wenn Sie also jetzt als Schweizer hier sind. Das betrifft uns hier in der Schweiz ganz genauso. Man müsste hier nur ein paar Namen auswechseln im Grunde genommen, aber dann ist es dasselbe Lied. Immerhin, was Mut macht, die Feinde befinden sich in gewisser Weise auch bereits schon auf dem Rückzug, weil sich nämlich diese Dinge, die ich jetzt hier erwähne, die ich aber nicht so ganz deutlich ausspreche, die haben sich schon in einem ungeahnten Ausmaß verbreitet und namentlich übers Internet natürlich, dass es in dieser Beziehung eine wunderbare Plattform ist. Und das hat dazu geführt, dass auch wirklich hochgestellte Stimmen, selbst in dieser Bundesrepublik, die ja nicht wirklich ein freier deutscher Staat ist, dass selbst in dieser Bundesrepublik hochgestellte Persönlichkeiten sagen, also halt, das so kann das doch nicht weitergehen. Nicht? Also zum Beispiel, das jetzt eben noch zum Schluss, lese ich Ihnen hier vor aus dem Flugblatt, allmählich mehren sich aber die Stimmen, die diesen unwürdigen Zustand, nämlich eben diese Knechtung des freien Geistes, beendet sehen wollen. Nachdem Martin Walser schon vor 10 Jahren die Auschwitz-Keule kritisiert hatte, erklärte nun laut FAZ, also Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.07.08, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem, ich würde als Gesetzgeber die Holocaust-Leugnung nicht unter Strafe stellen. Und am 11.07.08 zitierte der Tagesspiegel die Süddeutsche Zeitung mit einer Aussage von Winfried Hassemer, früherem Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, also das sind zwei Kollegen aus dem höchsten deutschen Gericht, höchsten bundesrepublikanischen Gericht. Ich bin kein Anhänger der Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung. So, immerhin. Ich meine, diesen Persönlichkeiten kommen solche Weisheiten leider immer erst in den Sinn, wenn sie pensioniert sind. Weil das vorher zu sagen, wäre karriereschädigend. Aber immerhin haben die Leute den Mut zu sagen, also eigentlich geht das nicht. Und sie würden das nicht sagen, wenn sie sich nicht schon darüber informiert hätten, dass es möglicherweise wissenschaftlich durchaus sinnvoll ist, diese Dinge noch einmal aufzurollen. Und weil sie gesehen haben, was das eben für Folgen hat, dass wir uns solche Tabus und Dogmen einfach gefallen lassen, unwidersprochen. Und derjenige, der am allerdeutlichsten geworden ist, ist Professor Karl-Albert Schachtschneider gewesen. Einige unter Ihnen mögen den Namen gehört haben im Zusammenhang mit der Infragestellung des Lissabon-Vertrages.
Dieser mutige Mann, Staatsrechtler in der Universität Erlangen, ich glaube, jetzt ist er seit kurzem emeritiert, hat an einem Vortrag in Salzburg, in einem Land, wo es ein Antirassismusgesetz gibt, das 20 Jahre Gefängnis ermöglicht, also hier in der Schweiz sind es wenigstens nur 3 Jahre, ich glaube 3 Jahre sind es, in diesem Land also hat er Folgendes gesagt. Und wenn er das gesagt hat, darf ich das hier auch vorlesen. Er hat also einen Vortrag gegen diese EU-Verfassung gehalten und danach gab es Fragenbeantwortung. Und aus dem Publikum kam dann die Frage, wahrscheinlich ein bisschen tendenziös, gibt es bei uns Redefreiheit? Und Schachtschneider sagte, ein Land ist kein freies Land, in dem die freie Rede durch drastische Strafen unterbunden ist. Der große Kant, also der Philosoph Immanuel Kant, der große Kant sagte über die Redefreiheit, man müsse über alles sprechen können, ob wahr oder unwahr. Mit dem Holocaust mag gewesen sein, was will. Ich war nicht dabei, sagt Schachtschneider. Aber ich rede auch nicht darüber, weil es verboten ist. Man darf das nicht diskutieren, auch nicht wissenschaftlich. Das ist kein freies Land. Liebe Freunde, es bleibt uns nichts anderes übrig, und damit will ich jetzt auch schließen, als diesen dornenvollen Weg zu gehen. Wir müssen uns dazu entschließen, wollen wir die jetzigen Verhältnisse, so wie sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, auf allen Gebieten, diese Totaldekadenz, diese Unkenntlichmachung von Kulturen, diese Vernichtung unserer Kultur, unserer Moral, alles dessen, was uns wichtig war, unsere Religion, wollen wir das in Kauf nehmen? Dann müssen wir auch das Antirassismusgesetz unwidersprochen hinnehmen. Wollen wir das aber nicht, dann muss dieses Antirassismusgesetz weg, und zwar je eher, je besser. Es ist nur noch die Frage, wie kriegen wir das hin? Damit will ich schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wahrlich ein kleiner Wilhelm Tell. Ist halt einfach der Schweizer. So sind wir hier. Die Urstämmigen. Vielen Dank, das war wirklich eine sehr mutige Rede. Es gibt vieles nachzudenken, nachzuverarbeiten. Entscheidend finde ich die Perspektive, einfach, dass Dinge in Zusammenhang gebracht worden sind, die wir vorher vielleicht gar nicht so richtig einordnen konnten oder die Konsequenzen nicht abschätzen konnten. Ich habe, wie anfangs angedeutet, ich habe ihn eigentlich eingeladen, um etwas Klarheit darüber zu bekommen von jemandem, der mehr Erfahrung hat mit diesem Thema Antisemitismus, der mehr Berührung hatte. Ich wünschte mir, einmal erklärt zu bekommen, wie kommt es dazu. Und ich habe für mich eine interessante Antwort jetzt herausgehört. Ich sage wieder, was ich selber meine, für mich persönlich herausgehört zu haben, jedem mag das wieder anders angekommen sein. Ich habe empfunden, ich habe unwissend in den letzten Jahren, habe ich unwissend Tabus und Dogmen berührt, von denen ich nicht mit einem Gedanken irgendwas damit zu tun hatte, aber ich bin auf ganz hochempfindliche Dinge gestoßen, die offenbar eben gewissen Leuten derart ein Dorn im Auge sind, dass sie überall das dahinter sehen, obwohl nicht irgendetwas davon wirklich in meinem Herzen war. Und das hat mir jetzt geholfen, darüber weiter nachzudenken, wo ist die Grenze dieses Tabus, was mache ich alles verkehrt, wann schlägt das wieder ein und wann nicht. Also vielen Dank nochmal für diese Aufklärung. Bernhard Schaub.